Hi Leute, willkommen zum neuen Brennholzkettensägen-Video. Ich wollte euch zeigen, was ich heute Sonntag so gebastelt habe. Eine Aufbewahrungsbox für zwei Kettensägen mit Sprit, mit Zubehör und so weiter. Und ja, das Ganze habe ich aus, ja, eigentlich aus Abfallholz gemacht. Also alles, was ich hier bei uns zu Hause gefunden habe. Das meiste sind Nutfederbretter. Die waren schon von uns beim Autoabstellplatz verwendet worden. Das ist das, was übrig geblieben ist. Und weil dort das Ganze grau gestrichen ist und weil wir noch graue Farbe haben, habe ich das gleich verwendet. Ja, und das Ganze wird dann grau gestrichen. Also es sind Stellen, wo ich noch nachstreichen muss, die Schnittstellen und so weiter. Aber ja, ist nicht so tragisch. Innen werde ich das Ganze auch grau streichen. Ja, Scharniere fehlen noch und was zum Absperren, also für Vorhängeschloss, so ein Scharnier fehlt noch. Also sonst ja, ist es eigentlich großteils fertig. Und ja, ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze ausschaut und wie ich es dann befüllen werde. So, hier ist das gute Ding. Ja, und hier ist eigentlich schon einiges, was ich hier hineingeben möchte. Wie gesagt, Scharniere und so weiter sind noch nicht vorhanden, deshalb der Deckel ist noch nicht angeschraubt. Mal schauen. Ja, ich werde es einfach so nehmen und einmal hinten runter stellen. So schaut das innen aus. Ja, ein bisschen Holz muss ich dann noch nacharbeiten, beziehungsweise noch hier oben möchte ich was reintun, damit das Ganze ein wenig auch stabiler wird. Aber obwohl, ja, eigentlich braucht es das gar nicht. So, hier soll auf jeden Fall einmal die Husqvarna-Kettensäge rein. Dann gegenüber davon kommt die Stiel. So, und so haben die beide schön Platz. Dann, ja, ich habe hier jetzt diese Kanne, aber ich habe hier extra mehr Platz gelassen, damit ich auch die doppelte Kanne hineinstellen kann. Also wo auf der einen Seite Öl ist, auf der anderen Seite das Gemisch. Das passt hier auch sehr gut hinein. Dann habe ich hier die Lade mit Zubehör, also Feilen und so weiter. Das kommt hier hinein und dann ja, kann ich hier noch verschiedene Tücher zum Abwischen und so weiter hineintun. Also ich kann auch hier noch Öl hineinstellen. Dann hier zum Saubermachen. Also alles, was man eigentlich so bei der Arbeit mit der Kettensäge benötigt. Und ja, so schaut das Ganze aus. Zwei Kettensägen haben Platz. In meinem Fall ist es die 254er Husqvarna und die MS 180er Stiel. Ja, das sind eigentlich auch meine zwei Lieblingskettensägen, weil da Gewicht und Kraft passt. Das eine zum mittelstarkes Holz zum Fällen, das andere für Entasten und so weiter. Also es ist sehr gut geeignet. Und so ist alles bei der Hand. Natürlich, einige Dinge fehlen hier noch. Also hier auf der Seite möchte ich noch Griffe montieren. Auch auf dieser Seite kommt Griff drauf. Dann Scharniere für den Deckel. Und hier auf der Vorderseite kommt dann noch was zum Absperren hin. Und dann ist es eigentlich fertig. Innen, was nicht grau ist, werde ich auch noch grau streichen. Und ja.
dann schaut das Ganze auch schon wieder anders aus. Ja, hier kann ich dann auch noch Handschuhe reintun, also allerhand Platz, was man wirklich im Wald und so weiter benötigt. Und so ist wirklich alles bei der Hand. Ich hoffe, das Teil gefällt euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Teilt das Video auch. Ist eigentlich ganz einfach, sowas zum Basteln. Ja, gute Sonntagsbeschäftigung, wenn man nichts anderes zu tun hat. Und ja, dann hat man wenigstens etwas, wo man die Kettensägen an einer Stelle aufbewahren kann. Also, das war's von diesem Video und wir sehen uns im nächsten Brennholz-Kettensägen-Video.